Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zurück bei Let's Play Guild Wars 2. Ich weiß nicht, warum das Inventar offen ist, aber das soll uns jetzt auch nicht weiter stören. Ich war fleißig und habe nachgeschaut, wie wir hier an den Aussichtspunkt kommen. Und den wollen wir jetzt mal schnell holen. Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Ich glaube, gefühlte 100 Mal an den Treppen vorbeigelaufen. Hoffentlich finde ich die jetzt auch. Im Video sah es sehr einfach aus. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, dass ich nachgeschaut habe, aber ich finde sowas eigentlich überhaupt nicht schlimm, wenn man sich da mal so ein bisschen kundig macht. Oder haben wir noch einen Reparateur? Da wollen wir doch mal fix hingehen. Excelsior. Und leider ist es jetzt wieder im Moment so, dass es mir nicht möglich ist, ins PvP zu gehen. Also rein theoretisch natürlich schon. Aber ich warte auf eine wichtige Lieferung und deswegen kann es sein, dass jetzt in jedem Moment es an der Tür klingelt. Auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass es in dieser Aufnahme passiert, aber man kennt das ja. Und deshalb machen wir jetzt einfach hier nochmal so ein bisschen Questen und so ein bisschen durch die Gegend. Und in der nächsten Aufnahme dann, wenn nichts Wichtiges dazwischen kommt, dann gehen wir mal wieder ins Welten-PvP. Und seht ihr, da ist der Ausguck. So einfach kann es gehen. So, jetzt müssen wir noch darüber springen. So, und da haben wir ihn schon. Jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt, wo wir vorher waren. Und ich habe mir auch nicht angeschaut, wie wir zu dem Fertigkeitspunkt kommen. Ich wusste, ich habe wieder irgendwas vergessen. Es war ja eigentlich sowas von klar. Waren wir hier? Wir haben doch als letztes diesen Elementar-Typen da erledigt. Hier haben wir soweit alles. Ich würde sagen, wir gehen dann mal hier in die Ecke. Und da ist es wahrscheinlich einfacher, wir porten uns hier hin, das ist der Caledonwald oder Caledonwald, aber das ist trotzdem ein bisschen näher, auch wenn wir jetzt hier zweimal einen Ladebildschirm haben, sollen uns aber nicht weiter stören. Ach, guck mal, wie schön, komplett fertig hier alles. Ach ja, das haben wir auch bald mit der Provinz Metrika hoffentlich geschafft. Ich bin sehr gespannt und dann, ja, mal sehen, wo es uns als nächstes hinzieht. Ihr habt ja mal geschrieben, ihr möchtet gerne den Lornas-Pass euch angucken. Ich glaube, der war bei den Norn, wenn ich mich richtig entsinne. Und das ist ein großes Gebiet. Das war ein großes Gebiet. Ich habe es jetzt erst vor kurzem mit der Waldläuferin abgeschlossen. Es war ein sehr, sehr cooles Gebiet. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber es wird auf jeden Fall längere Zeit dann dauern, bis wir da wirklich fertig sind. Aber naja, die meisten von euch wissen das ja. Ihr kennt das Spiel ja. Der Ladebildschirm hier dauert ganz schön lange. Derweil kann ich euch ja schon mal sagen, dass ich ein bisschen Blödsinn erzählt habe, was den Nebelwolf angeht, diese Fertigkeit. Wir haben uns ja in der letzten Aufnahme den Farnhund geholt und dann habe ich doch erzählt, naja, wenn wir noch ein bisschen warten, jetzt kann ich das mal gerade zeigen, dann können wir uns hier den Nebelfeuerwolf holen. Das können wir aber nicht einfach so, denn das ist wohl nur für die Leute, die die Digital Deluxe Edition haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Danke nochmal an meine liebe Abonnentin, die mich da aufgeklärt hat. Und ja, die habe ich nicht. Man kann sich aber den Wolf auch mit Edelsteinen dann wohl im Shop kaufen. Ich weiß allerdings nicht, wie teuer der ist. Und ich weiß auch nicht, unter welcher Kategorie, sonst würde ich jetzt mal schnell gucken. Aber bevor wir uns jetzt hier wieder irgendwie eine ganze Folge lang damit beschäftigen, da den Wolf zu suchen, das mache ich dann mal irgendwie offline, also beziehungsweise mit einem anderen Charakter und gucke dann da mal nach. Also leider ist es mir nicht möglich, weil ich habe zwar hier Vorbesteller und so weiter und so fort, aber ja, mehr eigentlich auch nicht. Mein Freund hat die Collector's Edition von dem Spiel. Der kann sich den Nebelwolf holen. Der hat den, glaube ich, auch. Aber das hilft ja jetzt uns auch nicht wirklich weiter. Ja, so, ein paar matschige Raupen hier zerquetschen. Ach so, und ich war natürlich auch noch weiter fleißig, ja. Und zwar habt ihr mir hier den Tipp gegeben mit dem Heilungsgedöns. Und da wurde mir gesagt, dass Siegel der Heilung wohl am besten sei für den Krieger. Und deswegen probieren wir das jetzt einfach mal ein bisschen aus, ja. Und passiv gesehen haben wir jetzt also immer Regenerationspunkte.
Und wenn wir es dann einsetzen, dann werden wir auch aktiv geheilt. Und ich bin mal wirklich gespannt, was mache ich hier eigentlich? Ich bin mal wirklich gespannt. Ich wollte noch da oben. Ich bin mal wirklich gespannt, ob das dann jetzt ein bisschen besser noch läuft. Dankeschön für den Tipp auf jeden Fall. Ich habe leider vergessen, wer das war. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Ich habe den Zettel liegen, da steht drauf Siegel der Heilung und Nebelwolf. Damit ich euch darüber berichten kann. So, hier haben wir Inquestur-Mechanika, die wir wahrscheinlich irgendwie erledigen müssen. Wir können uns dann nochmal bald wieder um unsere persönliche Aufgabe kümmern. Irgendwie haben wir ganz schön viel zu tun. Aber wie gesagt, ihr habt euch ja das PvP mal wieder gewünscht. Wird auch mal wieder Zeit, da habt ihr vollkommen recht. Und ich würde sagen, da machen wir das, wie gesagt, bei der nächsten Aufnahme dann in das PvP zu gehen. Falls nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. Oh, armer Forscher. Wir haben hier jedenfalls helft Friedensstifterin Ofta, den Inquestur-Komplex zu zerschlagen. Schaltet Inquestur-Agenten aus, sabotiert ihre defekten Golems und Experimente, zerstört Laborausrüstung und rettet Gefangene. Ja, das machen wir natürlich alles. Wir sind ja hier sowieso die absoluten Helden. Ja, ich sollte mal sowas wie Overlord spielen vielleicht, wo man mal ein bisschen böse sein kann. Ich habe das Spiel nicht, keine Sorge, das wird nicht das nächste Let's Play oder so. Ja, oder was heißt keine Sorge, keine Hoffnung. Ich habe es mal damals auf der Xbox oder so gespielt oder auf der PlayStation 2 oder sowas. Ja, und ich fand das eigentlich ganz nett, aber ich selber habe hier keine Xbox oder PlayStation 2. Ich besitze nur eine Wii U. Quatsch, eine Wii, gar keine Wii U, nur eine Wii. Die langt auch. Vollkommen. Eine Xbox habe ich noch, eine alte, aber da fehlen sämtliche Kabel. Jawohl. Interessiert wahrscheinlich auch überhaupt niemanden, aber naja, ich wollte es halt einfach mal gesagt haben. So, wo ist denn eigentlich überhaupt der Questgeber? Der ist da unten. Kam er da nicht gerade her? Jetzt haben wir gleich schon wieder hier irgendwie die Aufgabe erledigt, ohne überhaupt mit dem gesprochen zu haben. Nicht wahrscheinlich, nicht wahr? Dann gehen wir mal gerade zu dem zurück und wollen uns mal erkundigen, was es denn hier schon wieder mit der Inquestur auf sich hat. Wo ist er denn? Ach, da. Oh, sie, Entschuldigung. Die Inquestur führt ihre Experimente ohne Rücksicht auf moralische Konsequenzen durch. Die wenigen Glücklichen, die den Laboren entflohen sind, haben berichtet, dass die Inquestur versucht, Seelenenergie nutzbar zu machen. Seelenenergie? Ja. So wie ich deren verbrecherische Veranlagungen kenne und mit der Zunahme an Entführungen Unschuldiger in letzter Zeit, haben wir allen Grund, uns zu fürchten. Und was kann ich tun, um zu helfen? Wenn ihr euch ihren Komplex einschleichen und die Labore, Experimente und Golems zerstören könntet und gleichzeitig auch ein paar ihrer Agenten kaltstellen würdet, dann würde sie das ein gutes Stück zurückwerfen. Und kann ich sonst noch etwas tun, um zu helfen? Wenn ihr auf Opfer der Entführungen trefft, befreit sie. Man darf sie nicht mit dem schrecklichen Schicksal, dem schrecklichen Schicksal überlassen, das die Inquestur für sie im Sinn hat. Alles klar. So, hier haben wir noch den Herrn Gammel. Die Anlage der Inquestur hier ist mehr Festung als Laboratorium. Wenn ihr vorhabt, in diese Gegend zu reisen, solltet ihr euch gut vorbereiten. Vielen herzlichen Dank für diesen Ratschlag. Der Herr, ja, ich würde einfach sagen, wir metzeln hier ein paar von der Inquestur nieder und dann hat sich die Sache hier auch schon erledigt. Beziehungsweise, wir können ja mal da reingehen. Kann man da rein? Ja, kann man bestimmt, ne? So, jetzt ist die Aufgabe irgendwie futsch. Warum auch immer. Kommt die auch wieder? Aha, okay. War die nicht gerade eben noch da, als wir auch ungefähr auf derselben Höhe standen? Naja. Was soll's. So, dann gehen wir mal hier rein. Haben natürlich wieder irgendetwas entdeckt. Da haben wir auch einen Fertigkeitspunkt. Da machen wir uns gleich mal auf den Weg hin, falls wir da hinkommen. Und den Aussichtspunkt links, den können wir uns dann auch mal schnappen. So, und natürlich beleben wir hier auch wieder. Ist ja Ehrensache. So, auch wenn die sowieso gleich wieder im Dreck liegen, vermutlich. So, du kleiner süßer Golem hier. Das war knapp. Ach, das war überhaupt nicht knapp. Das ist schon wieder, du bist immer so pessimistisch. Das gibt's überhaupt nicht. Ja, ich dachte hier, die Silvari sind so das Pendant zu den Elfen, die es ja sonst immer in allen möglichen Spielen gibt. Und die sind doch sonst immer so. Na, obwohl, eigentlich sind die auch immer so ein bisschen merkwürdig. Sensoren melden unbekannte Lebensform. Suche. Nummer 15634 nähert sich. Ja, das sind dann wohl wir.
Perimeter durchbrochen, Schüler 152634, um die Lektion zu aktivieren, drückt den roten Knopf. Ja, dann drücken wir mal. Inquestur-Taktik Einführung gestartet. Oh. Für eine Lektion. Ja, allerdings. So, der macht uns nicht wirklich Kummer. Der ist relativ einfach, würde ich sagen. Aber der ist ja auch kein, Veteran oder gar ein Champion. So, und das mit der Regeneration hier, das klappt ja wirklich hervorragend. Das ist wirklich ganz, ganz fein. 152634 erzielt 90 von 100 Punkten. Bestanden. Einführung wird beendet. Hey, ich bin dafür, wir kriegen 100 von 100 Punkten. Warum denn bloß 90? Naja, gut. Immerhin, man soll sich ja nicht beschweren. So, da liegt schon wieder einer in Dreck. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Anstatt, dass die mal alle zusammenkämpfen, zusammenarbeiten und nicht jeder für sich hier alleine. Gibt's ja gar nicht. So, dann probieren wir nochmal da zu dem Aussichtspunkt zu kommen. Und ich denke mal, auf dem Weg dahin oder auf dem Weg zurück spätestens werden wir dann die Aufgabe erledigt haben. So, Banner stellen wir mal ab. So, den Auslöscher hier, den wollen wir mal selbst auslöschen. So, alles kein Problem für uns. So, der Aussichtspunkt, sieht man den schon? Nee, ich sehe ihn noch nicht. Ansonsten, ja, schaue ich halt wieder nach. So, ach komm, den nehmen wir ja auch noch mit. Oh, ach nee, der ist... Mobile Bombe, Typ 4, habt ihr gelesen? Eieiei, auch Menno, hier mit euren blöden Kringeln, das nervt. Genug Ausdauer. Ja, ich merke schon. Oh, bist du nervtötend. Naja, wir töten ihn jetzt einfach, ist das nur der hier? Nee, das sind alle, machen diese Kringel, ne? Oh, ist ja furchtbar. Da rennt man aus dem einen raus, da kommt dann schon gleich der nächste. So, nur noch der eine hier. So, aber das hat jetzt super gut geklappt. Also nicht zuletzt wegen eurem Tipp mit dem Siegel der Heilung, nehme ich mal ganz stark an. So, ich möchte jetzt erstmal ein bisschen regenerieren. Und hier, was ist das? Frost, Kühle. Okay. So, dass das hier mal so ein bisschen weggeht. Dann haben wir hier den Assistenten. Und ich habe fast die Befürchtung... Ach nee, unten ist der Ausbruch. Seht ihr da? Da der Pfeil, der zeigt nach unten. Das heißt also, wir müssen irgendwie runterkommen. Und hier liegt wieder ein Toter. Ah, wo ist denn der Ausguck los? Kann man hier noch eine Etage tiefer? Och, nö. Ach, die kamen jetzt aber schnell wieder. Ach, komm, wir versuchen uns mal hier lang zu schleichen. Hm, okay, hier ist es auch nicht. Okay. Hm, wir nehmen mal den Mechaniker hier mit. Der Mechaniker ist mir definitiv lieber als diese komischen mit ihren Kringeln. Hm, nehmen wir nochmal hier hin, einfach mal um zu gucken. Ne, der Ausguck ist ja da irgendwo. Der ist vielleicht auch... Ist ja draußen, das kann ja auch sein. Der muss ja nicht unbedingt hier drinnen sein. So, die Aufgabe haben wir erledigt. Dann gehen wir mal hier wieder hinaus. So. Dumm-di-dumm. Ganz unauffällig um die Ecke. Mal schauen, ob jetzt da irgendwo der Ausguck sein wird, ist er vielleicht... Ah, da, seht ihr ihn? Den gesehen, da vorne ist er. Oh. Ein Etin. Oder Etin. Adrenalin auf Maximum. Ach, der ist ja gar nicht so schwer zu kriegen. Ich dachte jetzt, wir müssen da einmal hinten irgendwie ringsrum. Das ist aber nicht der Fall. Bleib doch hier. Es tut dir doch keiner was. So. Dann gehen wir mal fix da hoch, erschlagen noch den Sumpfskal, holen den Ausguck, lesen uns die Aufgabe durch, beziehungsweise unsere Belohnung. Ach je. Aber das wäre ja jetzt ärgerlich, wenn hier ständig einer kommen würde. So, jetzt aber angucken. Ja, ist ja gut, Schei. So, guck an. Ja, sieht ganz schön mächtig aus irgendwie. Oh, meine Güte. So.
Danke, dass ihr uns geholfen habt, die schändlichen Unternehmungen der Inquestur zu behindern, Shainaya. Es ist Pflicht eines Friedensstifters, den Frieden zu bewahren, und ihr habt bewiesen, dass ihr dieser Aufgabe gewachsen seid. Die Friedensstifter würden sich geehrt fühlen, wieder mit euch arbeiten zu dürfen. Prima, wir würden uns auch sehr geehrt fühlen.